Hallo liebe Spielende, wir sind heute wieder auf dem PTS unterwegs bei Elder Scrolls Online auf dem Testserver und ich bin Garion Metatron. Wir gucken heute mal, was uns so in der Diebesgilde erwartet. Wir sind mittlerweile hier schon im Diebesnest auf Abbas Landing und werden nun mal schauen, wie die ersten Quests so aussehen. Nicht nur aussieht, sondern ein paar mehr Quests, die man hier in Abbas Landing machen soll. Und ja, die ganze Insel oder der ganze Bereich heißt Yu's Fluch. Abbas Landing ist nur die Stadt, die ihr hier gerade seht. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Bereiche dort auf diesem, ja, Kontinent, wo wir dann hin müssen, wo es dann Instanzen gibt, wo es dann aber auch noch ein paar Weltbosse gibt, die dort rumlaufen. Und das werden wir uns heute nicht alles angucken, aber in Zukunft bei meinen Let's Plays werden wir natürlich mal reinschauen. So, jetzt habe ich hier ab und zu mal so einen UI-Fehler. Ich habe ein paar UIs installiert. Libraries hier, seht ihr hier. Das scheint nicht im Moment mit der Diebesgilde zu klappen, weil das natürlich auch noch nicht unbedingt abgedatet worden ist. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Problem ist, aber egal. Wir machen es einfach mal weg, den Fehler. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, Erweiterungen. Nö, eigentlich dürfte es gar keinen Fehler machen, weil ich das gar nicht aktiviert habe. Aber gut, ist einfach aktiv im Moment. So, was soll ich machen? Also, es gibt hier drei Quests im Endeffekt. Einmal die Quest für das Handwerk der Taschendiebe, für die Diebesgilde hier stehlen. Das ist eine Tagesquest. Bedeutet, die gibt Exp für die Diebesgilde und ja, da sollen wir hier einfach nur ein bisschen was klauen. So, dann gibt es die Seemannpfeife. Das ist auch eine Tagesquest. Die ist aber hier hinten in einer Instanz drin. Dafür müssen wir also durch die Instanz rennen und dort ja, einiges erledigen und dann halt die Pfeife da rausholen. Und dann gibt es halt noch hier die Hauptgeschichte. Zaira zu treffen. Das ist die Gildenleiterin der Diebesgilde und die hat natürlich eine Geschichte, die wir auch gleich noch mal hören können. Mittlerweile ist deutsche Sprachausgabe drin, es ist auch die neue Musik drin. Also im Moment ist alles aktuell schon fast komplett auf Deutsch. Man könnte eigentlich schon loslegen. Ist ja auch nicht mehr lang, am 7. März geht es ja auch los. Okay, wir werden mal hier was klauen. Und mal gucken, ob wir irgendwo auch diese neue Kästchen finden von diesen Fähigkeiten hier. Es gibt ja mittlerweile einen neuen Skillbaum für die Diebesgilde. Und zwar Finderlohn ist zum Beispiel ein Kästchen, was ihr in der Gegend finden könnt. Und da ist dann immer was drin. Da haben andere Diebe was versteckt. Und das werden wir natürlich versuchen mal zu finden. Und dann gibt es noch ganz viele andere, schnell vergessen, dass man weniger Kopfgeld hat über schnellere Zeit, also dass man das schneller verliert. Dann Feilschen, dass man mehr Geld bekommt für Hehler verkaufen, also wenn man Sachen verkauft. Dann Nachsicht, das ist natürlich auch ganz interessant, wenn man da mal gefangen wird, dass man das überspringen kann. Und dann zeitiges Entkommen. Das ist so, wenn ihr dann irgendwie von der Wache verfolgt werdet, dann könnt ihr einen Strauchdieb finden, der dann irgendwo steht und der bringt euch dann sofort in den Unterschlupf. Dann braucht ihr nicht mehr den Unterschlupfeingang zu finden, aber selber ist mir das noch nicht passiert, kann ich euch noch nicht genau sagen, wie das aussieht. Und dann Schleier der Schatten, gut, damit hat man dann bei Zeugen und Wachen weniger Sichtweite. Das hilft natürlich auch, damit die einen nicht so oft erwischen. Ich spiele hier gerade mit dem Templer, den habe ich einfach mal schnell geskillt. Und hoffe, dass er auf jeden Fall überlebt, wenn er mal ein bisschen was kämpfen muss. Und da oben scheint so ein Kästchen zu sein. Da leuchtet nämlich was. Genau, da hinten in der Ecke, das blaue. Dort ist so ein Diebesgut. Und das nehmen wir uns jetzt mal mit und gucken mal, was da drin ist. Mal schauen, ob das was bringt. 71 Gold, Dietriche und ein schurkischer Fluchttrunk. Das kenne ich noch nicht. Stellt sofort Ausdauer wieder her. Okay, das brauche ich jetzt als Templer nicht unbedingt. Ja, vielleicht beim Kämpfen. Gewährt große Beständigkeit und Ausdauerregeneration. Ja, auch nicht schlecht. Gewährt euch größere Schnelligkeit, was euer Lauftempo
um 30% erhöht. Damit können wir also schneller laufen. Nehmen wir den noch einfach mal mit, wenn wir nicht gerade voll wären vom Inventar her. So, das gleiche nochmal. Und jetzt nehmen wir noch mit. So, jetzt haben wir also was gestohlen. Und ja gut, es gibt natürlich noch immer die ganz normalen Sachen, wo man was stehlen kann. Und jetzt müsste ich hier mal rüberkommen. Schaffe ich das? Nein, schade. Ja, ich muss ja jetzt hier was stehlen. Aber wir machen gleich natürlich auch die Hauptquest. Ich gucke jetzt mal, wie das mit dem Stehlen klappt. Ob das auch für die Quest hier zählt. Inventar voll. Na toll. Wir packen mal den neuen Trank hier, diesen Schnelligkeitstrank, auf die Schnellleiste. Soll ich einfach losgehen und die Wache rufen? So, und jetzt gucken wir mal, ob wir einem was klauen können hier. Bleibt von meinen Taschen weg! Hat leider nicht so wirklich geklappt. Da müssen wir doch mal schauen, ob wir jetzt hier irgendwie mal das Schleichen ein bisschen skillen. Es gibt ja auch noch... Diese bringt diese nicht dazu, etwas Unüberlegtes zu tun. Ich habe diese Woche schon eine Leiche verschwinden lassen. Ah, interessante neue Sprüche von der Wache. Ich habe ja hier Herausreden jetzt. Geht weiter. Und ganz ehrlich, fertig. Zu sein, seid ihr einfach meine Zeit nicht wert. Ja, er hat mich einfach gehen lassen. Also der Skill funktioniert mit dem Herausreden. Das ist ja schon mal ganz gut. So, jetzt aber nochmal kurz die Fähigkeiten Lug und Trug. Und damit können wir natürlich auch besser schleichen und auch besser stehlen hier. Erfolgreicher aus Taschen stehlen. Aber hier haben wir noch gar nichts groß geskillt. Hier müssten wir eigentlich noch viel mehr stehlen, damit wir das auch geskillt haben. Heißt... Das wird auch im Moment nichts. Ich muss aber irgendwas klauen, damit ich mal sehen, ob die Quest weitergeht. Na, versuchen wir es mal bei dem hier. Der Tänzer, der kriegt nichts mit. Die beiden gehen voll ab hier. Warum hat er mich denn jetzt entdeckt, Mann? Ah, dreh dich wieder um. Nicht anfassen! Die Wachen sollen kommen und diese Verbrecherin aufhalten. Jetzt machen wir es richtig fies und erledigen wir die. Wow, ein Feuerspucker. Nicht schlecht. Das war auch mal was anderes. Ui, und guckt mal, was für tolle Sachen hier droppen. Also schon zwei blaue Sachen. Also mal schnell 500 Gold, 600 Gold. Das ist natürlich nicht übel. Aber lass mir liegen, weil wir sind hier nur auf dem PTS. Und gucken mal, wie dieser Skill hier, oder wie dieser Trank hier funktioniert. So, sind wir schneller? Ja, ein bisschen schneller sind wir, 30%. Haut gut hin, klappt gut. Muss man sagen, interessanter Trank. Um wegzulaufen, ideal. Passt. Wie die alle abhängen, so richtig so einfach nur in der Gegend am rumhängen. Der rote Fluch Band 3. Und wieder neue Bücher. Auch nicht übel. Also haben wir wieder mehr zu lesen. Ich bin mal gespannt. Oder ich würde mal gern wissen, wer überhaupt alle diese Bücher liest von euch. Ui, die Wache. Jetzt hat sie mich. Aber egal, kann mich ruhig haben. Ich habe ja den Trank jetzt mal ausprobiert. Kämpfen wir mal gegen sie. Keine Chance. So. Heilen wir uns nochmal gegen. Okay, benutzen wir mal den Trank, um wegzulaufen. Und, klappt's? Kommen wir weg? Ja, wir sind richtig schnell. Die kriegt uns gar nicht mehr, die Wache. Haha. Ich glaube, so einen Trank muss ich auch mit meinem Hauptschar dann immer dabei haben. Dann haben wir ja gar keine Probleme mehr. Oh, da vorne ist irgendeine Quest. So, jetzt bestehen wir sie hier noch.
und guck mal, ob wir dann die Quest weitergemacht bekommen. Also die Quest für den Taschendiebstahl. Yeah, es hat geklappt. Besorgt beliebige Beute 1 von 10. Das muss ich jetzt noch 10 Mal machen. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber es würde klappen. Also ihr seht, kein Problem. Dieser Taschendiebstahl ist möglich. So, jetzt gucken wir mal, was die Heroe Hefa da für eine Quest hat. Und ob die auch schon deutsche Sprachausgabe hat. Ja, ich lasse mich jetzt einfach mal erledigen, weil sonst dauert es zu lange. Also die Wachen warten mal stärker, muss ich sagen. Als das gerade hier auf dem PTS war, haben die dreimal zugehauen, da war ich tot. Aber jetzt kriegen die mich ja gar nicht down, so in etwa. Okay. So, hat er schön gemacht. Nein, jetzt stehe ich hier und kann mich hier nicht wiederbeleben, weil ich keine Seelensteine habe. Na toll. Also ist wohl nichts mit Quest nachgucken. Na gut, wir gehen zu Zaira. Überall sind jetzt Kamele und mal gucken, ob die hier auch mit einem reden. Ne, reden nicht mit einem. Seid gegrüßt. Hallöchen. Seid gegrüßt. So, und jetzt gucken wir mal, ob da vorne Zaira irgendwo steht. Angeblich soll die hier sein. Hier sind natürlich auch neue Gegner jetzt auf Abarth's Landing, auf Hughes Fluch. Es soll so ein bisschen australisch anmuten. Ja, Skeva hat man ja lange nicht mehr gesehen. Und ein Rubinschild der Ausdauer. Auch nicht übel. Yeah, überlegener Plünderer. Und nun gucken wir mal, wo sie ist. Und hören uns mal die tolle neue Sprachausgabe an. Ich würde sagen, das hier ist sie. Zaira. Fallen. Überall. Darf nicht einschlafen. Das Eisenrad? Hier? Beschützen Sie Welser? Was ist das? Eine Nachricht an Oberinspektor Ranbeek? Mal sehen, wie sie lautet. Verdammt! Verdammt! Planänderung. Das müsst ihr sehen. Helft ihr einer unglücklichen Seele, um mein Glück selbst in die Hand zu nehmen? Okay, ihr habt schon gesehen, die war vergiftet, die Wache, und hieß vom Eisenrad. Eisenrad ist die gegnerische Söldnertruppe gegen die Diebesgilde. Und diese Eisenrad-Leute haben wohl auch einige Diebe gekillt. Also erledigt oder verschleppt. Darum sind die eigentlich die Feinde von uns. Warum der jetzt vergiftet war, kann ich euch nicht sagen. Diese Botschaft ist an Oberinspektor Ranbeek gerichtet. Es geht um einen Haftbefehl. Den Haftbefehl für Welser. Sie arbeitet nicht mit dem Eisenrad zusammen. Sie ist ihr nächstes Ziel. Welser war die letzte lebende Person, die das Eisenrad auf unsere Spur gebracht haben könnte. Aber sie war es nicht. Natürlich nicht. Jetzt muss ich der Person, die ich am allerwenigsten mag, sagen, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Die Person, die ich am wenigsten mag, okay. Ich kann sie nicht ausstehen, aber sie war immer eine unserer Besten. Ich könnte wirklich ihre Hilfe brauchen beim Wiederaufbau der Diebesgilde. Mein Auge hat gerade gezuckt. Wenn Welser da ist, muss ich das im Griff behalten. Zeigt ihr bloß nie, wenn ihr flunkert. Ja, das ist das. Der Wiederaufbau der Diebesgilde. Das ist ja so die Hauptsache, weil die Söldner die ganzen Diebe erledigt haben vom Eisenrad. Darum wollen wir natürlich gucken, dass wir jetzt ein paar wieder befreien, wieder in die Gilde hineinbekommen.
Und das ist so eigentlich die Story um das Ganze hier. Ich würde am liebsten einfach reinstürmen, damit das Eisenrad einen Grund hat, uns zu fürchten. Aber ich habe die Verantwortung und wenn ich gefangen genommen werde, ist die Diebesgilde erledigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich muss mich in das Nest zurückfallen lassen, während ihr Welser warnt. Jo, also müssen wir alleine da durchgehen. Zeigt ihr die Botschaft des Eisenrats. Sagt ihr, dass Nikolas tot ist, wenn ihr müsst. Tut, was ihr könnt, um sie zum Nest zu bringen. Aber wenn sie sich weigert, lasst sie zurück. Ich schulde ihr eine Warnung, aber mehr nicht. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch wissen, wo die ist. Geht ein paar Stockwerke höher und sucht nach ihrer Villa. Man verläuft sich leicht, aber haltet einfach nach einem großen Garten Ausschau. Und achtet auf Fallen. Welser ist sehr engagiert, wenn es um die Wahrung ihrer Privatsphäre geht. Oh, Fallen hört sich interessant an. Was für Fallen denn? Die Sorte lästig und mit Gift getränkt. Ganz ihren Wesenszügen entsprechend. Gift ist immer gut. Wenn sie sich nicht zur Ruhe gesetzt hätte, dann wäre Nikolas noch am Leben. Ich sollte sowas nicht sagen. Sie ist sehr gut in dem, was sie tut. Wenn sie beim Mitgiftbeutezug dabei gewesen wäre, dann wäre uns diese ganze Tragödie erspart geblieben. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um in alten Wunden zu stochern. Okay, dann können wir ja mal loslegen, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, wo wir hier lang gehen müssen. Also, wir haben jetzt hier... Oh, ein Krokodil. Zwei. Okay, das war überraschend. Größerer Bruch, was heißt belegt Feinde zusätzlich mit größerer Fraktur und größerer Bruch, was deren physische Resistenz verringert. Was macht das hier? Gewährt kleine Entschlossenheit, was eure physische Resistenz 12 Sekunden lang erhöht. Hm. Na toll, hört sich alles beides nicht so wirklich wichtig an. Nehmen wir es einfach mal. So. Nee, falsche Richtung. Wir müssen da lang. Benutzt die Leiter. Das kriegen wir hin. Und hoch geht's. Ja, und jetzt können wir wieder überall raus klauen, ne? Wir müssen hier auch langsam mal ein bisschen... Ach, hier ist gar kein Klauen. Das ist alles ganz normal. Sonst wäre es rot, wenn es Klauen wäre. Ist es aber nicht. Dann gehen wir einfach mal so rein. So. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt hier in dem Bereich und müssen die Villa finden. Und ich würde sagen, die haben ja auch schon irgendwas verändert. Soweit ich weiß, war hier nämlich mal ein geschlossener Bereich, wo man sich durchkämpfen musste. Ah ja, da sind sie wieder. Genau das meine ich. Jo, das liegt natürlich dran, dass ich noch nicht richtig geskillt bin. Ist jetzt nicht so prickelnd. Jetzt muss ich nämlich da wieder durch. Ja, ihr seht ja selber, ich habe hier noch nichts richtig durchgeskillt. So, muss jetzt erstmal reichen. So,
Das nennt man doch mal professionelle Skillen. Einfach überall Punkte drauf verteilen. Und jetzt müssten wir nun mal schauen, ob wir da jetzt ein bisschen besser durchkommen. Ich muss einfach nur ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Ich habe ja sogar die Leute geaddet dort. Aber wie gesagt, das ist ein Char von mir, der jetzt nicht hauptsächlich gespielt wird. Ich spiele sonst Magier. Das hier ist ein Templer. Den habe ich einfach so geskillt, wie ich denke, dass es passt. Und habe auch noch die Grundfähigkeiten, weil ich bis jetzt noch nicht die erweiterten Fähigkeiten alle durchgelesen habe. Also die von der Klasse. Hier diese ganzen hier unten, fokussierter Ansturm, Speerscherben und sowas, die kenne ich alle noch gar nicht so wirklich. Deshalb habe ich jetzt erstmal nur die Grundfertigkeiten und hoffe damit jetzt beim zweiten Mal durchzukommen, wenn ich einfach ein bisschen vorsichtiger bin. So. Und so wie ich in Erinnerung hatte, war hier sogar mal ein bewachter Bereich. Also so ein Bereich, wo alles sofort rot wird, wenn man da drin ist. So, und jetzt gucken wir mal. Die beiden, die müssen wir jetzt erledigen. Na, versuchen wir es nochmal. Okay, ja, daran sieht man schon mal, ich kenne mich mit dem Templer jetzt nicht wirklich aus. Das klappt dann doch noch nicht so gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal noch ein bisschen Jus Fluch an, damit wir hiervon was gesehen haben. Hier sind gerade Sunny Boy. Diese heiße Wüstensonne fühlt sich toll auf meiner Haut an. Nicht so wie diese erbärmliche Sonne, die wir in Himmelsrand haben. Jo. Und damit haben wir Sunny Boy auch mal gesprochen. Der hat sich schön dort gerade entspannt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier so die Gegend an. Wir gehen mal hier zu dieser Festung. Um mal zu sehen, was hier so in dem neuen Gebiet für Landschaften sind. Weil die Story, die werden wir ja spielen, wenn wir dann irgendwann mal live sind. Die Tagesquests habt ihr ja schon gesehen, da muss man einfach nur stehlen. Für die andere muss man durch die Instanz. Die habe ich schon in meinem letzten Stream gemacht, diese Haizahngrotten. Findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Aber jetzt hier einfach mal die Gegend angucken, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Also ich war bis jetzt noch nie bei dieser Festung da. Da gehen wir nämlich jetzt mal hin. Die will ich mal genauer mir anschauen. Och, was ist das? Ein Karlläufer. Ah ja. So, da war noch mal ein Bindestein hier gerade. Aber wir gehen weiter hier lang, damit wir auch bei der Festung ankommen. Ah, Moment, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich vom Fallen sterbe. Da vorne ist auch ein Bindestein. Dann kann ich doch jetzt mal ein bisschen Gas geben. Oh, oh, oh. Dicke Käfer. Angst. Schnell dahin. Ah, ich glaube, das ist die Festung da vorne. Oh, ist auch schon ein bisschen beschädigt. Sieht nicht mehr so ganz so fit aus. Und jawohl. Damit haben wir schon wieder einen neuen Wegschrein. Hier ist was zu. Da ist ein Koestaran, ein Weltboss. Hier ist Tavas Schnabel und hier ist die Zitadelle von Non-Shira. Da gehen wir einfach mal rein, mal gucken, ob da Feinde sind. Oder Freunde. Händler stehen hier. Das scheinen Freunde zu sein. Na, das war eine schöne Fahne. Weiß-Blau. So mag ich das. Nicht, weil ich aus Bayern komme, sondern weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Aber da ist eine Eisenradwache. Also sind wir doch im Eisenradgebiet. Da hinten ist eine Handwerksstation. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, mal gucken. Ui, und diesmal sogar Feuerschaden. Ja, hier sind auch Fallen. Ich scheine hier wohl auch irgendwann mal was Heftigeres machen zu müssen.
So, hier müsste jetzt irgendwo das die Werkstatt von Non Shira sein. Wenn ich mal wüsste, wo. Jetzt kriegen wir die auch tot hier. Kann ja nicht sein, dass ich einfach so immer weiter sterbe. Also eben, das war schon etwas schwieriger. Die hier sind jetzt wieder normal schwer. Wo kommt der zweite jetzt schon wieder her? Ich denke, der war tot. Na gut, machen wir den auch nochmal platt. Dürfte es ja jetzt gewesen sein. Jetzt sterb mal endlich. Das dauert viel zu lang. Okay, so und jetzt schauen wir mal, wo die Werkstatt ist. Da oben müssten wir hin. Viele Käfer hier. Die Käfer bewachen die Werkstatt. Ah, und vielleicht auch ein Gargoyle. Ja, okay. Auch noch ein Gargoyle. Und ein Schakal. Eine gut bewachte Werkstatt. Aber, ach, da können wir rein. Nein, können wir nicht rein. Erstmal müssen wir die Mobs loswerden. Laufen wir mal im Kreis, mal gucken, ob es hilft. Man kann ja nie wissen. Hauptsache, der Gargoyle bleibt mal weg. Viele Schakale. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, doch ein bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. So, das war es jetzt auch für den Gargoyle. Man merkt aber doch, wenn man nicht richtig skillt und so, da hat man aber auch Schwierigkeiten zu kämpfen, du. Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir sind in der Werkstatt von Non Shira. Oh, die sieht ja schön aus. Hier kann man ja wirklich hübsch craften. Fangen wir mal mit einer Rüstung an oder sowas. Ja, wo ist denn jetzt die Schmiede hier? Irgendwie, ah da. Schlauer Alchemist. Okay. Also, wir stellen her. Axt des schlauen Alchemisten. Weiterhin ist Rubeditbaren die höchste Fähigkeit, die höchste Qualität. Und so, Veteran Rang 16 ist immer noch im Spiel. Mit dem nächsten DLC, dem von der Dunklen Bruderschaft, von den Mördern, dann ist es auch wohl zu Ende mit den Veteranenrängen. So, also Schlauer Alchemist gibt Leben, Leben, Magieschaden, Waffenschaden und wenn ihr einen Trank trinkt, verspürt ihr einen Energieschub, der euch Magieschaden und Waffenschaden gewährt. Tja, ist halt so ein, ich sag mal, wenn man gar nichts weiß, was man skillen soll oder was man für eine besondere Rüstung machen soll, wenn man nicht weiß, ob man, ja, Tank ist oder Heiler oder Magier, wenn man irgendwie so ein Mix ist, dann ist das, glaube ich, eine gute Rüstung. Weil es ist ja alles dabei. Magieschaden, Waffenschaden, Alchemiegetränke und Leben. Naja, gut. So begeistert bin ich jetzt gerade nicht davon. So, und hier haben wir dann noch den Kyras, klar. Und dann gucken wir mal,
was es für neue Stile gibt, ob es neue Stile gibt. So, Ork-Ahn kennen wir schon. Trinimark kennen wir schon. Altmeri-Dominion, kenne ich noch nicht so sehr. Ich glaube, die sind jetzt vom PvP-Gebiet dazugekommen. Und Söldner gibt's schon. Seelenberaubte. Azuplasma habe ich auch noch keins gesehen. Akavari. Und Gesetzlose. Das muss ja jetzt sein. Schurkenruß, das ist auf jeden Fall eine neue. Aber das sieht nicht schlecht aus, was man da so auf Anhieb sieht da oben. Muss ich sagen. Die sieht interessant aus. Jo, und dann, das ist halt das Set Schlauer Alchemist. Auch mal schön zu sehen. Gut, der liegt noch immer rum. Schauen wir nochmal, ob wir hier noch ein bisschen was sehen in dieser Zitadelle. Es scheint gar keine Quest hier zu sein, weil die ist schon weiß. Normalerweise ist die ja erst weiß auf der Map, wenn man dann auch die Quest in dem Bereich erledigt hat. Entweder ist die Quest noch nicht live, also kommt erst später rein ins Spiel. Oder hier gibt es keine Quest für den Bereich. Vielleicht gibt es ja nur eine Gildenquest, also von der Diebesgilde, eine Storyquest. Dann gibt es keine Bereichsquest. Das gibt es ja. Es gibt ja da so einen Unterschied zwischen Bereichquest und Storyquest. Die Bereichsquests sind ja immer so ein kleiner schwarzer Point of Interest auf der Map, den man dann erledigen kann. Und die normale Story zieht sich ja durch die ganze Map durch. So. Nee, das ist jetzt nix. Nö. Also, hier habe ich jetzt nichts mehr Besonderes gefunden. Die Festung ist so erstmal sinnlos, außer für den Crafting-Bereich. Ich habe keine Quest gefunden, ich habe keine Quest mitgenommen hierhin. Ist was zum Erkunden erstmal nur. Man muss auf jeden Fall in der Story-Quest weiterkommen, damit man hier sinnvoll hingeht. Ja, die haben hier interessante Skills. Dann gehen wir mal da oben über die Brücke, wenn wir es schaffen. Ja, jetzt hat uns natürlich das Gift erwischt. Und die Wache und alle und ja. Und das war's. Die Giftfalle, Stolperfalle, hat 10.000 Schaden gemacht. Okay, Fallen sind also dann doch gefährlich. Die machen nicht nur mal eben nebenbei einen Tausender Schaden, sondern 10.000. Das ist natürlich dann doch schon einiges. So, und dann haben wir ja jetzt noch genügend Gelegenheit, mal zum Weltboss zu gehen und uns den mal anzugucken, wie der so aussieht. Da vorne, Koestaran heißt der. Da ist wieder so ein Diebesgut. Mal gucken, was da drin ist. Ein Krokodil. Ne, das war nicht da drin, aber hat mich wohl irgendwo gesehen. Und das war es auch schon wieder. Tschüss, Krokodil. Okay, große gestohlene Lieferung. Ja, die kann man dann aufmachen und dann sind da irgendwelche Materialien drin. Oder sowas. Also, jetzt auch nichts Besonderes. Gut, haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Ah, hier sind Lamieren. Die kenne ich schon. Den Weltboss kenne ich schon. Da kommt in der Mitte so eine Chefin, Lamira-Chefin, wenn man alle anderen erledigt hat. Lamien-Chefin, nicht Lamieren. So. Und dann, ja, dann muss man gegen die kämpfen und dann ist die schon mal erledigt. Also das ist ein Weltboss, den ich schon kenne. Da vorne ist noch ein Handwerkspunkt, ein Z-Rüstungspunkt. Den habe ich auch schon gesehen. Da oben ist der. Den habe ich schon mal erledigt gehabt. Hi Mota. Der sieht cool aus. Ui. Ja, und jetzt kommen hier die ganzen Mücken im Sumpf. Ah, der Sumpf sieht auf jeden Fall schön aus, muss man sagen. Haben sie wieder hübsch hingekriegt. Wenn da nicht so viele Mücken wären. Die sind natürlich nicht so schön. So, und jetzt gehen wir hier einfach mal ein bisschen am Strand lang. Mal gucken, wie hier der Strand so aussieht. Ob es am Strand irgendwelche tollen Tiere gibt. Reiher. Ey, richtige Graureiher. Cool. Davon hatte mein Opa mal einen ausgestopft. Mein Opa war Jäger. So ein Tier. Boah, ist das lang her. Ja, genau so sahen die aus. Außer mit dem komischen Ding da oben am Kopf. Ich glaube, die hatten nicht so eine
Aber so sah der aus. So ein ganz großer Vogel. Im Wohnzimmer. Braucht, glaube ich, kein Mensch. Aber das ist halt so bei Jägern. Also Real-Life-Jäger, nicht irgendwie hier im Spiel ein Jäger oder sowas, ne? Nicht Herr der Ringe oder so Jäger. Okay. Und wir sind bei Tavas Schnabel. Ach, hier ist wirklich ein Schnabel. Okay. Und das war ein Löwe. So, jetzt versuchen wir mal auf den Schnabel drauf zu klettern, weil bis jetzt gibt es ja immer diese Skill Klippenspringer oder von der Nase springen oder sowas. Die sind dann aber woanders. Aber jetzt versuchen wir mal vom Schnabel springen. Wird es bestimmt auch geben, oder? Und? Nee, gibt's nicht. Aber sah cool aus. So. Ah, da kann man rein, sieht's aus. Gucken wir mal. Kann man in den Mund? Ja, kann man, aber ist kein Geheimgang bis jetzt. Okay. Naja gut, dann lassen wir uns mal wieder sterben. Dann sind wir wieder schnell beim Dings, oder? Denke ich mir schon. Jo. Hier waren wir ja schon überall. Gehen wir mal zu einem anderen Bindepunkt zurück. Okay, dann beamen wir doch noch mal woanders hier auf der Insel hin und schauen mal, was es noch so gibt. Jo, benutzen ist ausgegraut. Ein Dornengecko, der sieht aber auch cool aus. Den würde ich auch als Pet nehmen. Der hat irgendwas, so eine Dornenechse. Oh, sieht nicht übel aus. Okay. Jetzt geht's. Jetzt können wir porten. Und jetzt porten wir mal hier hin und gehen einfach mal hier da zu dem Schiff. Gucken wir mal, was das Schiff da macht. Also ein bisschen über Yus Fluch fliegen und auch da noch mal den Bereich anschauen. So, von hier aus gesehen müsste der ja irgendwo, ja, so Westen, Südwesten, irgendwo da vorne müsste es zu dem Schiff gehen. Oh, das Kamel hält aber was ab. So, hier ist ein Wagen verunglückt. Wir folgen mal dem Weg hier ganz unauffällig, solange er denn geht. So. Und hier mal hoch. Hier ist irgendwo eine Quest, da vorne in der Inni. Und wir gehen mal hier hoch. Hier war ich noch nicht. Oh, was da? Sieht nicht schlecht aus. Ein großer Durchgang. Ja, scheint der Bereichswechsel zu sein. Also hier geht es in den neuen Bereich hinein. Das sind so Ecken, wo man eigentlich nie hin muss. Ah, Kamele, Statue, Kamele. Kamelstatuen, andersrum. So. Nee, durch kommt man auch nicht. Aber sieht schön aus hier. So, wir gucken noch mal, ob wir da diesen Hand, der vergessene Pavillon, ob wir den finden. Das ist ja noch ein neuer Handwerksbereich, den ich noch nicht kenne. Und checken mal hier das Diebesgut. Eine Schatzkarte, Gold und okay. Ja, Schatzkarten kennt man schon aus Sturmhafen, also aus anderen Gebieten. Und ein Weltboss habe ich gerade gesehen. Da oben ist auch noch ein Weltboss zu sehen. Jetzt müssen wir irgendwie hier reinkommen, um zu craften. Nee. Kommen wir aber nicht. Dann müssen wir hier lang. Da ist eine Himmelsscherbe und bei den Skorpionen. Also Himmelsscherben gibt es auch hier. Sollte man ja auch immer haben. So, und da ist der vergessene Pavillon. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Station finden hier. Nehmen wir die. Ewige Jagd.
eine Axt der ewigen Jagd gibt maximale Ausdauer, Ausdauerregeneration, Wiederregeneration. Nach Ausweichrolle hinterlasst ihr Runen, die beim Kontakt mit Feinden explodieren und Giftschaden machen. Ja, das hört sich natürlich toll an, aber eine reine Ausdauer-Thematik, also für irgendwelche Ausdauerklassen interessant, für mich dann nicht so. Als Templer oder als Magier gehe ich immer auf Magicka und nicht auf Ausdauer. So, jetzt da vorne müsste noch ein Weltboss sein, den gucken wir uns noch an. Und dann das Schiff und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Dann haben wir uns ein bisschen das neue Yus Fluch angeguckt. Und vor allen Dingen die coole deutsche Sprachausgabe und die neue Musik. Alles haben wir schon mitbekommen. Oh, hier sind aber viele Feinde. Tolles Schiff. Ziemlich karibisches Feeling, muss man sagen. Nicht übel. Sieht schon schön aus. Ich vergesse immer, wie man das UI ausschaltet oder ob man das UI überhaupt komplett ausschalten kann. Auf jeden Fall ist hier auch nochmal ein Bindestein. Die Bindesteine sind also schnell zu erreichen. Die Insel ist nicht so groß. Ihr seht ja, wie lange ich jetzt gebraucht habe von der Stadt bis hier auf die Ecke. Sklavenbucht. Okay. Oh, Kielscheider Seefürstin. Okay. Jo, nicht schlecht. Und hier müssen wir also auch irgendwann mal hingehen und den Weltboss erledigen. Sieht auf jeden Fall schön aus, die Bucht hier. Und damit haben wir doch schon einiges gesehen. Wir haben neue Handwerksstile gesehen. Nicht Stile, sondern Sets. Und hier ist wieder der Boss, oder? Ne, das war der Boss. Die Sklavenbucht ist ein Weltboss. Also hier, das ist wohl eine kleine Gruppe von Gegnern. So, zwei Weltbosse. Auf jeden Fall, hier oben ist eine Instanz und sowas. Ist auf jeden Fall einiges zu finden. Der Raid ist drin. Die ganze Diebesgilde-Quest, die Diebesgilde zu leveln und so weiter. Für die Diebesgilde dann auch in andere Gebiete zu gehen, was zu stehlen. Ich glaube, da erwartet uns was ganz Schönes. Gibt es für 2.000 oder 3.000 Kronen im Pack mit dem Kamel und so 4.000 Kronen. Also von daher, ich werde dann wieder Abonnent und werde es auch spielen. Schön, dass ihr zugeschaut habt und einen schönen Abend euch noch. Bis demnächst. Bye, bye.